Niklas ist vom Spielertyp her ein Stürmer, der uns einfach kompletter macht. Er ist zwar im klassischen Sinne auch ein Strafraumstürmer, der sich sehr wohlfühlt in der Box, sehr zielstrebig zum Abschluss kommt, da auch manchmal einfach Tore erzwingt, sehr kopfballstark ist, aber er hat sich die letzten Jahre auch stark verbessert im Mitspielen. Er kann in den Zwischenraum kommen, er kann als Wandspieler fungieren, er kann auch Kombinationsfußball spielen und damit ist er eigentlich so ein Puzzlestück, was für uns extrem wichtig werden könnte, weil wir ihn sowohl ins Kombinationsspiel mit einbinden können, aber er dann natürlich auch derjenige ist, der im Idealfall seinen Kopf oder seinen Fuß im Strafraum hinhält und dann auch sofort wieder nachgeht und diesen unbedingten Zug zum Tor hat, den einfach nicht so viele haben. Und ich glaube, dass das für uns alle eine sehr günstige Situation war, Niklas zu bekommen, weil, das muss man auch nochmal deutlich betonen, vor einem Jahr wäre vollkommen außer Reichweite für uns gewesen. Da stand er kurz vor der Nationalmannschaft und war von Vereinen, die doch finanziell deutlich über uns stehen, begehrt. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir das jetzt realisieren konnten. Und natürlich freue ich mich auf einer anderen Ebene auch, dass Niklas und ich jetzt nochmal zusammenarbeiten auf höherer Ebene als der U14. Aber das birgt halt auch immer, trotzdem bin ich sein Chef und da wird es keinen Bonus geben. Ja, aber das haben wir schon mit ein paar anderen Spielern hingekriegt, dass wir das gut trennen können. Ich finde es grundsätzlich gut, dass dann auch klar gemacht wurde, dass es ein Fehler war. Und du kannst dir trotzdem im Nachgang davon nichts kaufen, aber das finde ich gut, weil es einfach ist dann auch eine ehrliche Aussage und das passt, als da im Nachgang sich irgendwas zusammen zu konstruieren. Von daher, trotzdem, für mich ist das jetzt abgehakt. Der Pokal ist vorbei, der Wettbewerb ist vorbei. Können uns alle glauben, dass wir nächstes Jahr wieder alles probieren werden, aber für dieses Jahr ist es jetzt leider vorbei. Und jetzt geht es um die Liga. Bei Max wird es eine knappe Entscheidung. Also es ist jetzt nicht, ich habe es am Mittwoch ja schon mal gesagt, er hätte bei keinem anderen Spiel als dem Pokalhalbfinale gespielt. Also wenn's, aber andersrum ist das Spiel in Düsseldorf halt auch ein super wichtiges Spiel von uns. Das heißt, wir werden es gleich zusammensetzen, das entscheiden. Er wird auf jeden Fall mitfahren, so oder so. Aber ob er dann spielen kann von Anfang an oder von der Bank kommt, das wird sich wahrscheinlich auch erst morgen früh entscheiden. Insgesamt muss man Fortuna Düsseldorf und gerade auch Friedhelm natürlich ein unfassbares Kompliment machen für die Saison, wie sie das geschafft haben. Ich glaube, sie haben eine ganz eigene Art und Weise entwickelt, Fußball zu spielen, die komplett für den Kader zugeschnitten ist. Also das, was sie zur Verfügung haben an Spielern, hat, glaube ich, Friedhelm optimal ausgenutzt. Sie verteidigen extrem kompakt, unangenehm, auch ein Stück weit unkonventionell teilweise, aber sehr effektiv, sind dann immer wieder im Konter, die vielleicht eine der konterstärksten Mannschaften, wenn nicht die konterstärkste Mannschaft der Liga, haben sehr, sehr viel Tempo mit Rahman, mit Luke Baccio, mit verschiedenen anderen Spielern, die dann auch noch aus dem Mittelfeld nachstoßen, haben grundsätzlich dann aber auch, wenn sie den Ball haben, eine Idee, wie sie spielen wollen, spielen viel mit Spielverlagerung, um dann da ins Tempo zu kommen. Also da kommt auf uns einiges zu. Vor allen Dingen wird die Konterabsicherung natürlich ein ganz wichtiges Thema sein, da muss man nicht groß drum herum reden. Und trotzdem immer wieder mit Ball ihnen das Gefühl zu geben, da trotzdem auch mutig zu spielen, reinzuspielen, Zwischenräume anzuspielen, um dann da ins Tempo zu kommen. Also wir werden am Samstag immer wieder versuchen, Tempoaktionen zu finden in dem Spiel, weil wenn du dann viel hinten rum spielst, immer wieder spielst, dann ist das im Prinzip genau das, was sie wollen, das kontrollieren. Aber insgesamt nochmal allergrößten Respekt vor der Leistung. Vor allen Dingen, aber was Friedhelm da, wie er das auch über die gesamte Saison, da gab es ja auch die eine oder andere Höhen und Tiefen, moderiert hat, glaube ich, verdient riesen Respekt. Und wir wissen, dass es ein schwerer Gegner ist, aber wir wissen auch, wenn wir ans Limit gehen, und das ist der klare Plan, dann sind wir auch sehr optimistisch, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Schon so, dass Ole die Situation in Aue vielleicht nicht so angenommen hat, wie man sich das wünscht, wie uns das alle gewünscht haben. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass von dieser Situation, wie es jetzt eingetreten ist, keiner profitiert, dass das keine gute Situation für Aue ist, für Ole nicht und für uns aber auch nicht. Wir trotzdem jetzt das Beste draus machen müssen. Aue hat so entschieden, Ole wird mit Sicherheit aus dieser Geschichte auch lernen, für sich die Lehren ziehen, die eben auch notwendig sind. Gewisse Situationen, gewisse Dinge auch anzunehmen,
ne, weil das ist im Profifußball eben auch eine Voraussetzung, dass man eben auch für sich weiterkommt. Und deswegen bin ich optimistisch, dass wir dort zur neuen Saison für Ole einen passenden Club dann auch finden, wo er sich eben auch weiterentwickeln kann. Nach wie vor haben wir die Überzeugung, dass Ole ein Spieler ist, der in den nächsten Jahren für uns auch in der Bundesliga auflaufen kann und auflaufen wird. Der Weg dahin hat jetzt eine kleine Delle bekommen, aber trotzdem sind wir im Austausch mit ihm, um dort ja, die richtige Lösung zu finden. Er wird die nächsten Wochen sich erstmal individuell fit halten. Wir werden schauen, ob wir vielleicht schon auch ja, einen Club finden, eine Mannschaft finden, wo er sich vielleicht auch wirklich fit hält mit Hinblick auf die neue Saison, sich dort eben auch schon vorzustellen. Auch wenn in Aue der Leihvertrag noch laufen wird oder läuft eigentlich für die neue Saison, gehe ich davon aus, dass wir dort mit Aue eine Lösung finden werden und für Ole eben einen anderen Club, wo er sich weiterentwickeln kann.